Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Wochenvorschau, bei der ich euch nun ganz viel Spaß wünsche. Im Vlog am Montag dreht sich alles rund um meinen Geburtstag. Die Karte von meiner Brieffreundin, sie bastelt ja auch immer selber. Ja, sehr, sehr schön. Na, und jetzt kommen die Geschenke dran. Im Schreibtagebuch am Dienstag gebe ich euch einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2020. Denn im Laufe dieses Schreibtagebuchs werde ich wahrscheinlich euch ein bisschen einen Ausblick, also nicht nur wahrscheinlich, es wird da hinauslaufen, euch einen Ausblick geben, was 2020 wirklich alles passiert. Ein bisschen was kann ich jetzt schon sagen und ja, wir werden sehen, wohin es noch führt. Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Erfahrt am Mittwoch meine Meinung zum Buch Dunkle Bestie von Simon Gerrit. Dass ich die ganze Zeit vor mich hergeschoben hat, dachte so, na, ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde es ja gerne lesen, aber irgendwie auch nicht. Hatte nicht so richtig Lust drauf gehabt und es ist ein Weihnachtsbuch, beziehungsweise es spielt zur Weihnachtszeit und hatte es auch schon. Seht auch am Donnerstag wieder einen Vlog, von dem ich selbst noch nicht weiß, was dieser beinhalten wird. Seht am Freitag, welche Bücher ich in letzter Zeit aussortiert habe. Genau, ich habe ein paar Bücher aussortiert, ein paar habe ich gelesen, ein paar habe ich angelesen, ein paar habe ich einfach nur doppelt. Eins, um genau zu sein. So. Erfahrt am Samstag meine Meinung zum Buch Der kleine Laden des Glücks von Marie Bostwick. Und ich habe mir anhand des Covers und des Klappentexts gedacht, boah, wieder so eine schöne Wohlfühllektüre, Neuanfang, Neustart, vielleicht ein bisschen Liebe mit im Spiel und so weiter. Und ja. Das war die Wochenvorschau und ich wünsche euch allen noch einen schönen Restsonntag. Bis bald!